Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom für die PlayStation 4 Part 22. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass Olivia Pierce ein geheimes Labor hat. Um dort hinzugelangen, brauchen wir eine höhere Berechtigungsstufe, die Alpha-Freigabe. Und die haben wir erteilt bekommen, nur müssen wir dort selber hinlaufen und ja, wir brauchen eine Schlüsselkarte dafür und wir sind mittendrin dabei, ins Getummel zu laufen, Dämonen zu zerstören, zu töten und zerstören sagt man ja eher bei Maschinen und ja, jetzt sind wir immer noch auf dem Weg und müssen auf jeden Fall diese Schlüsselkarte finden, werden natürlich immer wieder aufgehalten von irgendwelchen komischen Dämonen. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Karte, denn wir haben schon bereits fast alle Herausforderungen, ja, geschafft. Uns fehlt noch ein Datenprotokoll. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal die Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Ja, wir haben hier noch zwei Runenprüfungen, die, ja, noch bevorstehen. An einer Stelle konnten wir ja nicht wirklich hin. Das war hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob ich da hier richtig hinkommen kann. Ja, hier sieht schon mal besser aus. Genau, hier vorne. Genau, hier habe ich noch keinen wirklichen Durchgang gefunden. Obwohl hier steht, hier könnte man. Ich würde sagen, ich würde schon gern wieder zurücklaufen. Ich glaube, das müssen wir so oder so. Ja, müssen wir so oder so. Ja, dann machen wir das doch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich was kommt. Ich meine, beim letzten Mal wurden wir ja angegriffen. Und dann bin ich gestorben. Irgendwie so. Ich habe schon wieder vergessen. Alzheimer alles grüßen. Ja, genau. Hier war ja was. Genau. Ja, ja. Wo wir das hier einsammeln konnten, dann hatten wir mega Superkräfte. Genau. So war es. Jawohl. Na komm. So, wieder normal. Oh, jetzt wird's wieder hart. Oh, so einfach war das. Also beim letzten Mal hatte ich mehr Probleme gehabt. Ja, perfekt. Nur noch ein Datenprotokoll. Ich schau mal, ob es hier irgendwas gibt. Ja, hier gibt es Rüstungen. Protonenmarken, sorry. Wahrscheinlich da irgendwo hier drüben. Da oben ist ein Portal. Kann das sein? Ja. Und hier scheint es noch was zu geben. Oh la la. Fast in den Tod gesprungen. Also irgendwo da hinten. Ah, ich sehe schon. Vielleicht kommen wir irgendwie dorthin. Aber nur vielleicht. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal das Problem durch so eine Absperrung hier. Genau, wir konnten hier nicht durch. Kann das sein, dass es hier ist? Nee. Das war viel zu niedrig hier. Okay, aber hier können wir hoch. Genau. Jetzt müssten wir hier quasi hier rüber. Die nächsten Runenprüfungen, sage ich mal. Perfekt. Was haben wir? Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Hört sich eigentlich simpel an. Ja.
Dann versuchen wir es mal. Die nächste Runenprüfung. Also so wie sich das, wie gesagt, angehört hat, ist es einfach nur stupide Laufen, 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 Laufen. Und 15 Teile sammeln, sage ich mal. Und jedes Teil, also ein Relikt, gibt uns eine Sekunde. Das ist nicht viel. Das muss auch relativ dann schnell gehen, sage ich mal. Oh lala. Boah, dass ich springen musste, hätte ich nicht gedacht. Ha! Krass. So, da war nichts mehr, okay. Alter. Wow, fast in den Tod. Nein! Okay, schnell Neustart machen, bevor ich hier sterbe. Puh, also das ist ja krass. Da muss man ja wirklich schnell sein. Okay, wir wissen ja jetzt, worauf es ankommt. Eins. So. So, schneller. Nein, falsche Seite. So. Jawohl. Ah. Schnell rüber. Ah. Boah, Alter. Voll heftig. Ja! Geschafft! Bam! Jawohl. Bewegung im Flug. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Geil. Hört sich gut an. Sehr, sehr nice. Ja, beim ersten Mal natürlich nicht geschafft. Man muss erstmal zurechtkommen. Gucken, auf was kommt es an. Hier kam es wirklich auf Geschwindigkeit an. Das heißt, einfach weiter laufen und springen, ohne zu stoppen. Sonst schafft man das sehr, sehr schwer. Ja, haben wir geschafft. Das war ja relativ easy. Easy peasy, lemon squeezy. Na komm, lade schneller, schneller. Ja, 90%, 94, sehr gut, 95. Und zack, geht doch. Also, Bewegung im Flug 1 haben wir geschafft. Ja, leider müssen wir uns dann wieder entscheiden. Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und in Gegenständen findest? Ja. Erhöht die Entfernung, in denen du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst? Ja, ich würde sagen, das untere lassen wir. Das ist ja schon so gut wie voll. Nehmen wir auf jeden Fall das hier. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle. Manchmal habe ich das Gefühl, wir können nicht höher springen. Deshalb ist es vielleicht sinnvoll, das hier zu nehmen. Schauen wir mal, inwiefern das uns helfen wird. Okay, also, wir haben noch unter uns Bretonemarke. Und noch irgendwas Tolles. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Naja, der hat gut reden. Also irgendwo hier drunter. Das ist ein bisschen gemein, muss ich wirklich sagen. Wie soll ich denn da hin? Oh nö. Nein, nicht schon wieder. Friss das. Friss das. Und friss das. Bam. In your face, man. Wow. Alter. Alter. Sag mal leise hier, du. So. Bam. Wer will noch? Wow. Au. Voll die harten Gegner hier. Schnell hier rüber. Ha. Hab dich. Ich glaube, da unten kann man noch was sammeln. Bevor ich das tue, sehe ich mich nochmal genau um. Nicht, dass mich hier irgendjemand nochmal überrascht. Also. Da gibt es definitiv einen Weg. Ich würde gerne irgendwie in diese Richtung, was die Karte halt hier verlangt. Ich möchte nämlich diese Geheimnisse sammeln. Das ist hier schon der sichere Tod. Ich weiß nicht, ob ich da hier so locker rüberkomme. Da habe ich wirklich Schiss, da rüber zu springen.
Das muss doch irgendwie gehen. Hier. Komm, das muss doch gehen. Hallo? Jawohl. Geht doch. So. Was sagt die Karte? Genau unter uns. Puh. Ich hab Schiss. Ich hab wirklich Schiss, da runter zu springen. Ich muss nochmal auf die andere Seite und gucken. So. Quasi da unten. Da ist auch eine Rampe. Vielleicht können wir das nutzen, um irgendwie auf diese Seite zu kommen. Wir könnten auch hier natürlich weitergehen. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Okay. Ja, ich möchte natürlich hier noch weiter erkunden. So, da ist ein Jump-Bed, sag ich mal. Wow. Voll daneben. Wie komme ich da hoch? Genau, hier hatten wir den Mega-Kampf gehabt. Da hinten ist auch noch was. Ja, so. Perfekt. Ich glaube, sonst ist hier nichts, oder? Naja, die Karte sagt jetzt gerade nichts. Ne. Aber vielleicht gibt es hier einen geheimen Gang. Hier ist irgendwas. Oh, guck mal hier. Mega Vorrat. Und ich habe wieder irgendwas gehört. Irgendwas Böses. Ja, das habe ich gehört. Ah, guck mal. Dann wollen wir mal rüber. So, perfekt. Ja, geheimer Weg hier, würde ich mal sagen, ne? Ja. Cool. Jump Pad. Wo führt es uns hin? Hui. Ah, guck mal. Hast du gesehen? Ich bin da auch gekommen. Ja, das heißt, jetzt muss ich irgendwie da runter. Oh, ich hab so Schiss. Ja! Geschafft! Boah, geil. Boah, bin ich gut. Haha. Perfekt. Guck mal, Geheimnis gefunden. Boah, der war echt gut. Ha! Ja, und wie komme ich jetzt hier wieder weg? Da muss ich jetzt in den Tod springen, oder wie? Gab es hier nicht so ein Jump-Ding? Ja, da hinten. Puh, ich glaube, das ist der sichere Tod. Boah, wie soll ich denn jetzt hier weg? Was sagt die Karte? Die Karte sagt eigentlich nichts da. Du hast es verkackt. Es muss da rüber gehen. Ja, komm. Ja, geschafft. Perfekt. Ja, sehr schön. So lob ich's mir. Ha. Ja, man darf niemals aufgeben. Gut, dann können wir den Weg quasi wieder zurücklaufen. Okay, ich höre wieder Gegner. Oh ja, da bist du ja. Dich habe ich ja sehr vermisst. Hallo. Boah. Junge. Hat er seinen eigenen Dämonenfreund hier gekillt. So. Schnell weg hier. Hallo. Hoyo. Hoyo. Bam. Sehr gut. Ja, so langsam haben wir es drauf. Okay, wie geht's hier weiter? Hier haben wir erstmal was zum Sammeln. Volle Leben haben wir. Sehr gut. Ich glaube, hier geht nichts. Ne. Ach nö, sag nicht, ich muss jetzt wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Sieht ganz danach aus. Ah, da oben ist ein Geheimgang. Ja, oder? Ja, das ist, glaube ich, nur eine Abkürzung. Abkürzung. Okidoki, wie müssen wir jetzt weiter? Vielleicht hier durch. Ah, ich glaube, ich erinnere mich langsam, wo wir sind. Aber so ganz sicher bin ich auch wieder nicht.
Ich höre schon wieder so komische Dämonengeräusche. Ja, ganz viele Armor- und Gesundheitspakete. Ja, kommt natürlich immer alles dann, wenn man es eigentlich noch nicht braucht. Wenn man es braucht, dann gibt es das gar nicht. Oder rar. Selten vertreten. Gut. Ja, durchaus interessant, was es hier so alles gibt. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ja, dann wollen wir nach oben. Und die Mission so ein bisschen weitermachen. Wir wollen ja nämlich weiterkommen und nicht hier immer an derselben Stelle hier rumsitzen. Okay. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, du kannst vielleicht hoch. Hier war doch ein Tor gewesen. Wo habe ich das gerade geöffnet? Bin ich darüber? Nee, das ist irgendwie falsch. Fühlt sich nicht richtig an. Nee, nee. Da komme ich ja wieder zum Anfang. Das möchte ich natürlich nicht. Boah. Das ist schon krass, ja, wie schnell man sich hier so verlaufen kann. Obwohl das gar nicht so schlimm ist hier. Es geht ja noch. So. Geht das? Ne. So, da waren wir. Also hier geht es natürlich nicht weiter. Wir müssen zurück auf die andere Seite. Also quasi hier. Boah, das ist doch viel zu hoch. Wahrscheinlich muss man wieder so einen doofen Weg laufen. Oder soll man das Jump-Pad nehmen? Yep. Jump-Pad. So. Genau, jetzt sind wir auch richtig. So. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Hier, diese Runenprüfung, die haben wir noch irgendwie ausgelassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da auch irgendwie richtig hochgekommen sind. Also wenn ich jetzt so überlege, wir sind hier. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, dass wir da noch irgendwie hinkommen. Obwohl, da, hier, gibt es ja noch eigentlich... Ja, doch, da müssen wir hinkommen. Hier waren wir noch gar nicht, hier oben. Hier. Klar, da müssen wir doch noch hinkommen. Gut, dann habe ich keine Bedenken, dass hier irgendwas schief läuft. Los geht's. Ah, ich mag es, wenn das wieder so geräumlicher ist hier. Finde ich viel cooler so. Guck mal, wie das hier aussieht. Ey. Was war das denn? Irgendwas hat mich hochgezogen. Oder bin ich schon paranoid? Was ist das denn? Oh nö. Nicht schon wieder sowas. Yeah, geschafft. Was war das hier? Monster Pinky One oder Pinky 1. Diese dämonischen Tiere haben von den Bewohnern der Hölle keinen Namen erhalten. Seit der Verankerungsoperation des Lazarus-Projekts in Klammer MTC 2146/351 werden sie aufgrund der ungewöhnlichen Pigmentierung ihrer Haut oft als Pinkies bezeichnet. Wie süß. Ihre Aggressivität den Lebenden gegenüber ist bereits vielfach dokumentiert worden. Dann wollen wir mal. Gut, hier gibt's noch mehr. Boah, bleib still. So. Wow, noch einer.
Okay, wir brauchen das Gauss-Gewehr. So, jetzt aber. Ja, komm. Geht doch. Gauss-Gewehr ist immer gut. Waffenpunkt erhalten. Ja, wird Zeit, dass wir bald unseren Charakter wieder so ein bisschen aufrüsten. Aber checken wir erstmal hier die Lage. Hier ein bisschen was mitnehmen. Was? Schon noch Maximum? Das ist eine Lüge. Was ist das denn hier? Ja. Karte wird aktualisiert, Automap gespeichert. Okay, schauen wir mal. Wir haben natürlich, ja, ein paar Verbesserungen. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier gemacht? Umwelt, ne? Nee, Umwelt haben wir nicht gemacht. Ausrüstung auch nicht. Ah, war noch offen. Nee, hier war nicht offen. Geschicklichkeit, genau, das haben wir hier schon angefangen. Du greifst schneller nach Vorsprüngen. Das wäre das nächste. Hm? Wieso kann ich nicht wechseln? Ich glaube, der hat einen Fehler hier im Spiel. Ah, jetzt geht's. Möchtest du diese Verbesserung wirklich kaufen? Du greifst schneller nach Vorsprüngen. Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind. Gut, perfekt. Da haben wir das. Und in Sachen Waffen haben wir auch noch was. Ja, ich würde sagen, was nehmen wir denn? Eigentlich ist relativ schon alles soweit verbessert worden. Vielleicht Raketenwerfer. Vielleicht könnte man da was besser machen. Reduziert die Zeit, bevor eine weitere Zielerfassung möglich ist. Ja, eigentlich bisher bin ich immer so gut klargekommen. Verkürzt die Erholungszeit der Pistole nach einem aufgeladenen Energieschuss. Könnte Sinn machen. Was haben wir da unten? Erhöht die maximale Energie des aufgeladenen Energieschusses, wodurch ein höheres Schadenpotenzial entsteht. Könnte auch sehr, sehr geil sein. Was haben wir hier? Aufladezeit des Strahls ist reduziert für unser Gauss-Gewehr. Ansonsten können wir in Sachen Plasmagewehr auch was machen. Betäubungsbombe lädt deutlich schneller auf. Ja. Mikroraketen reduziert die Nachladezeit. Sind alles so Sachen, ist alles schön und gut. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber hier könnten wir, glaube ich, was machen, oder? Ein direkter Treffer eines Explosivschusses erzeugt Bombenbündel, die zusätzlichen Schaden verursachen. Landet 20 direkte Treffer bei Imps. Oh, eine zusätzliche Herausforderung. Müssen wir mal machen mit der Schrotflinte hier. Wieso mache ich das mit dem Ding nicht? Müssen wir uns merken? Gut, da wir dann diese Schrotflinte als Herausforderung nehmen, müssen wir natürlich eine andere Waffe nehmen, da, sonst, also jetzt nicht die Super-Schrotflinte, weil die Patronen, die Munition genau die gleichen sind. Das wäre doof, wenn ich mit diesen beiden Waffen nur ganze Zeit hantieren würde. Okay, Betäubungsbombe lädt deutlich schneller auf. Komm, machen wir Plasma hier. So, dafür müssen wir Dämonen, die unter Betäubung getötet werden, lösen eine zweite Betäubungsexplosion aus, die Dämonen in der Nähe trifft. Töte 30 betäubte Dämonen. Ja, gerne. Dann machen wir das. Schrotflinte und Plasmagewehr. So. Haben wir schon mal beides. Und ich höre wieder Gegner. So, was war jetzt nochmal die Aufgabe mit dem hier? Ein direkter Treffer eines Explosivschusses. Also müssen wir mit L2, glaube ich, wieder, ne? Halte die Waffen, Mod-Taste L2 gedrückt, um eine Bohnen-Explosivschuss. Ja, okay. Alles erledigt, alles klar. Okay, hier haben wir jetzt was. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich irgendwie die Monster aufwachen. Alter. Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation. Das war so klar. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist ein Special Gang. High Special Officer Gang. Genau, hier darf nur ein Officer ran. Ah, hier waren wir doch schon gewesen. Warum können wir denn hier wieder zurück? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich käme nur von einer Seite. Ah, doch. Ziemlich groß der Raum. Und trotzdem verlaufe ich mich. Okay, was haben wir hier? UAC-Personal. Samuel Hayden. Eintrag 2
von 3. Bevor Samuel Hayden starb, stellte er eine detaillierte Anleitung und Entwürfe für einen neuen Körper fertig. Einen bionischen Automaten mit einem plasmatronischen Kern. In Klammer, einem biomechanischen Gehirn. Samuel verfügte, dass seine Stirnlappen und Temporallappen intakt bleiben sollten, während die Funktion seines Paritallappen und, Occipitallappens überbrückt und mit dem plasmatronischen Kern verbunden werden würden. Ja, du mich auch. Samuels Persönlichkeit, Gedächtnis, Verstand und Begriffsvermögen sollten auf dieses neue Gerüst übertragen werden. Seine Wahrnehmung und mathematischen Fähigkeiten würden jedoch drastisch verstärkt werden. Angetrieben von einem Agent-Speicher und später einem Agent-Akkumulator, erwies sich dieser kybernetische Transfer als Erfolg. Samuel kehrte größer, stärker und furchterregender als zuvor zurück. In einem 3 Meter großen Mechanoiden. Als seine Entscheidung, eine derart große mechanische Erscheinung zu wählen, in Frage gestellt wurde, erwiderte Samuel: Die Zukunft der Menschheit zu bestimmen, ist eine gefährliche Sache. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht einmal einen Helden braucht. Stammzellen und neurale Konditionierungsmittel sorgen dafür, dass sich seine organischen Bestandteile, insbesondere sein Gehirn, ständig neu bilden. Er existiert in Anführungszeichen nur bereits seit 130 Jahren nur. Und man geht davon aus, dass seine natürliche Lebensspanne nicht begrenzt ist. Also man hätte die Anführungszeichen lieber bei nur setzen sollen, aber egal. Es heißt, sein Körper sei schon lange verstorben. Aber seine Seele lebe für immer. Also ich kann mir gut vorstellen, so in Wirklichkeit, dass es sowas auch mal geben kann. Dass die Seele immer weiter leben kann, der Körper natürlich immer älter wird. Aber da lasse ich mich überraschen, ob es ja bei uns in der Welt sowas geben könnte. Durchaus interessante Ansichten. Ja. Ich höre hier schon wieder was. Oh oh. Okay, gehen wir den Kampf an. Das wird hart. Ja. Yeah. What? Oh. Der war krass. Okay, hier haben wir was. Ja, Plasmagewehr. Ui, Vierfachschaden. Ja, vierfach Schaden bei so Gegnern macht voll keinen Sinn. Aber bei ihm. Au. So. Was haben wir hier? Jump Pad. Wohin? Nach oben. Okay. Ah, schau mal. Betonmarke. Sehr nice. Hier schwirrt noch irgendein Gegner rum. So, da haben wir Leben. Also Heilstation. Jetzt könnten wir quasi die Treppe nach oben. Machen wir auch. Okay, da sind wieder Gegner. Okay, holen wir mal die richtige Waffe raus. Yeah. Oha. Oh. Alter. Stirb. Ja, jetzt müssen wir aufpassen.
Na komm, stirb. Ja. Da ist noch einer. Okay, versuchen wir mit dem Gaussgewehr hier was zu machen. Ja, geschafft. Aber zweites Mal mache ich das natürlich nicht. Dafür reicht das Leben nicht. Ja, wir haben wieder Munition. Sehr nice. Hier läuft auf jeden Fall noch was rum. Weil diese hektische Musik hier noch läuft. Oh-oh. Oha. Boah, Alter. So, den. Bam. Okay, den machen wir mit der Chain Gun fertig. Na komm. Jawohl. Perfekt. Och nö, nicht schon wieder. Boah, schnell weg hier. So. Tot. Die Chain Gun ist doch sehr, sehr geil und stark. Hätte ich nicht gedacht. Die überrascht mich doch im positiven Sinne. Ja, bis zur Haltestation lohnt sich leider nicht. In der Hoffnung... Ja, hoffen wir mal. Doch, da hinten ist noch ein Paket. Das sollte ausreichen. So, Monster, Menkubus. Dekodierter Eintrag, 3 von 3. Ihr bizarrer Körperbau ist allerdings auch ihre Schwäche. Die faulige Haut über ihren weichen Bäuchen lässt sich leicht durchschlagen. Kommen ihre Organe mit Luft in Berührung, explodieren sie und bedecken einen großen Bereich mit ihren widerwärtigen und giftigen Innereien. Bah! Also, auf Deutsch gesagt, die ganze Scheiße da drin. Die dann einfach rausplumpst. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen hier eine gute Pause, denn wir sind wieder über die sagenhafte 30-Minuten-Grenze angekommen. Schon ein bisschen mehr als 30. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig mal wieder. Wir haben wieder einiges geschafft. Und ja, hier seht ihr schon, wir haben so viel noch zu erkunden. Und wir haben eine Rundprüfung hinter uns. Es gibt noch eine Bretonemarke. Und ganz, ganz viele Fragezeichen sehe ich da noch. Inwiefern wir diese Fragezeichen irgendwann aufschlüsseln können, wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall, dürfen wir nicht vergessen, diesmal, genau, hier diese Runenprüfung, die werden wir wahrscheinlich, wenn wir hier sind, irgendwie auf die nächste Plattform springen können. Ich hoffe es zumindest. Und weil ich möchte endlich mal eine Map schaffen, wo wir alles eingesammelt haben. Ich glaube, das haben wir schon ein, zweimal gehabt. Aber ich weiß ganz genau, dass wir zwei, drei Maps hatten, wo ich nicht alles einsammeln konnte. Und das war ein bisschen ärgerlich. Und wenn wir schon mal hier sind, wollen wir natürlich alles mitnehmen, klar. Gut, ich bin raus für heute. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns natürlich nächsten Montag wieder um 19 Uhr auf meinem Kanal. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.